Herzlich willkommen zu einem neuen Video der Sportfreaks. Ich erkläre dir nun den Grätschwinkelstütz. Ausgangsposition im Grätschsitz, Beine sind gestreckt. Aus dieser Position verlagern wir den Körperschwerpunkt nach vorne, die Arme sind gestreckt und es erfolgt das Wegheben der Beine. Möchte man die optimale Endposition erreichen, so müssen die Beine waagrecht sowie oberhalb der Holme sein. Der Blick geht nach vorne und die Arme sind durchgehend gestreckt. Betrachtung der Zielübung aus einer weiteren Position. Die Beine müssen, wie gesagt, gestreckt oberhalb der Holme sein. Den methodischen Aufbau starte ich auf dem Boden. Im Grätschsitz abwechselnd die Beine heben. Danach beide Beine gleichzeitig heben. Und nun wollen wir zum ersten Mal das Gesäß heben. Dies funktioniert leichter aus dem Rollen. In dieser Position abwechselnd die Beine heben. Der Blick geht bei all diesen Übungen so gut es geht nach vorne, zurückrollen und nun beide Beine abheben. Möchte man das schwieriger machen, so könnte man direkt aus dem Zurückrollen die Beine abheben. Diese beiden Übungen sind sehr anspruchsvoll und nicht verpflichtend für die Methodik. Wenn du diese Übungen aber kannst, sind das schon einmal sehr, sehr gute Voraussetzungen. Nächste Stufe parallels, zuerst das Gesäß und dann abwechselnd die Beine heben. Danach erfolgt ein niedriger Grätschwinkelstütz, die Beine sind noch recht niedrig. In weiterer Folge ein hoher Grätschwinkelstütz und diese Übung ist die beste Vorbereitung für die Zielübung. Beherrschst du den Grätschwinkelstütz auf den Parallels, so beherrschst du auch den Grätschwinkelstütz auf dem Barren. Zum Abschluss erfolgt die Zielübung auf dem Barren. Die hintere Hand greift mit einem Stützgriff auf den Oberarm. Aufgabe ist die Stabilisierung des Stützarmes bzw. des Oberkörpers. Die vordere Hand greift auf die Unterseite des Beines und hebt bzw. stützt das Bein. Denk daran, die gestreckten Beine müssen oberhalb der Holme sein. Die zugehörigen Checklisten und die Datei zum Helfen und Sichern befinden sich wie gewohnt auf unserer Homepage. Die Sportfreaks würden sich über einen Kommentar oder über einen Daumen nach oben freuen.